ist einzigartig. Wien ist die einzige Millionenmetropole auf der Welt, die einen erheblichen Weinbau hat, über 700 Hektar. Auch Parks, Wald, Gartenbau. Der Trend zum grünen Reisen, zum nachhaltigen Reisen ist sicher ganz stark. Davon profitiert auch die Bahn. Und wir unternehmen da auch sehr viel gemeinsam mit Tourismusorganisationen. Was ich mir auch wünsche, ist, dass man sich das Mobilitätskonzept für Wien im Generellen anschaut. Hier meine ich auch die Kreuzfahrtschiffe, die Busverbindungen in der Stadt, also sprich ein Buskonzept, Stichwort Tagestourismus und selbstverständlich auch ein Verkehrskonzept für den Bereich innerhalb der Ringstraße. Es braucht Mut in der Stadt, neue Dinge zu ermöglichen und auch neue attraktive Plätze außerhalb des Gürtels zu schaffen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die Zukunft der Stadt und auch für den Tourismus in der Stadt. Na, ich wünsche mir schon für Wien, für einen Bürger der Stadt, dass der Tourismus weiter boomt, weil es ist ein erheblicher Wirtschaftszweig und der Tourismus ermöglicht ja auch Dinge dann für die lokale Bevölkerung. Tourismus kann helfen, Verkehrsangebote aufzubauen, die dann auch der lokalen Bevölkerung zugutekommen. Tourismus kann Angebote schaffen, kultureller Natur, die dann auch dem Einwohner zugutekommen. Was für uns auch eine wichtige Entwicklung ist, ist der ganze Bereich Meeting. Das geht von den Kongressen über Firmenmeetings, sowohl Firmen, österreichische Firmen, aber natürlich auch internationale Meetings, die hier in Wien stattfinden. Und ich glaube, da wird sich auch in den nächsten Jahren noch vieles bewegen. Ich würde mir wünschen, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man die eigene Bevölkerung auch zu Botschaftern für die eigene Stadt macht, sie mehr an Bord holt, auch den Bürgern der Stadt das Angebot der Stadt näher bringt, das touristische Angebot, das kulturelle Angebot, weil ich glaube, dass vielen noch gar nicht so bewusst ist, die hier immer schon leben, was die Stadt alles Tolles zu bieten hat.